Herzlich willkommen zurück zu Kathi Back. Na, sehen die nicht fantastisch aus? Heute machen wir Oreo Cupcakes. Wir benötigen folgende Zutaten: 250 Gramm helles Dinkelmehl, ihr könnt auch gewöhnliches Weizenmehl nehmen, 75 Gramm Zucker, ein halbes Päckchen Backpulver, 1 bis 2 Messerspitzen Kaisernatron, dadurch wird der Teig besonders schön fluffig. Dann, ich sag's ja immer wieder, geschmacksneutrales Rapsöl. Es muss raffiniert sein. Wobei, das Rapsöl von Schlagwigs ist gar nicht geschmacksneutral. Das hat nämlich noch einen herrlich leckeren Buttergeschmack. Ist aber zu 100% vegan. Dann habe ich hier noch 150 ml Vanille-Hafermilch. Ihr könnt auch Vanille-Sojamilch nehmen. Habt ihr keine Vanille-Pflanzenmilch, kein Problem. Nehmt einfach einen Teelöffel Vanilleextrakt oder ein Päckchen Vanillezucker hinzu. Zum Schluss habe ich noch ein bisschen kohlensäurehaltiges Mineralwasser, falls der Teig zu fest wird, da etwa so zwischen 25 und 50 ml. Wir schauen mal, wie der Teig ist. Und die wichtigste Komponente sind natürlich die Oreo-Kekse. Da wir 12 Cupcakes haben, machen wir 12 Kekse in den Teig. Wir mischen jetzt die trockenen Zutaten in beliebiger Reihenfolge. Ich beginne mit dem Mehl, dem Zucker, dem Backpulver und dem Kaisernatron. Jetzt lasse ich die Maschine auf kleiner Stufe laufen. Ich fülle 125 ml Rapsöl ab. Und gebe dann einfach nach und nach langsam die flüssigen Zutaten hinzu. Wir machen kurz Pause und nehmen unseren Teigschaber und lösen nochmal. Ihr seht, der Teig klebt doch relativ fest an der Schüssel. Und vor allem unten am Boden. Das ist ganz wichtig, damit auch alles schön fluffig wird. Und mixen nochmal kurz auf. Das sollte reichen. Jetzt kommen die 12 gehackten Oreos dazu. Wunderbar. Jetzt kommt das Mineralwasser hinzu. Ein klein bisschen, dann läuft die Maschine wieder und ich gebe den Rest hinein. Und jetzt füllen wir den Teig in unsere Förmchen. Ganz wichtig, wenn ihr die Förmchen füllt, bitte einen Rand, ich sag mal so fingerbreit, also so gerade mal so dreiviertel voll füllen, weil die Cupcakes gehen ordentlich auf. Die Cupcakes kommen jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 25 Minuten in den Ofen. Ganz wichtig, der Ofen muss vorgeheizt sein. Macht das am besten, bevor ihr den Teig zubereitet. Und da habe ich noch einen Tipp an dieser Stelle. Wenn ihr möchtet, dass der Teig mehr aussieht wie eine Stracciatella-Eiskugel, dann solltet ihr erst als letzten Schritt die zerkleinerten Oreo-Kekse zum Teig hinzufügen. So, die Backzeit ist rum. Schauen wir doch mal. Oh, die sehen doch hervor- und zurückragend aus. Was meint ihr? Für unser Topping brauchen wir 200 ml vegane Sahne. Wichtig ist, sie muss gekühlt sein und natürlich aufschlagbar. Und da empfehle ich euch ganz klar die Schlagwigs-Sahne. Die ist rein pflanzlich und die benutze ich schon seit Jahren und habe bis jetzt damit so viele begeistert bei so vielen unterschiedlichen Rezepten. Die schlagen wir kurz auf. Tun Sie einen Spritzbeutel
und bestücken dann unsere Cupcakes noch mit dem Oreo-Keks und das war's auch schon. Keine zwei Minuten später ist ja auch schon fertig. Bombenfest. Also die hält mir echt treu, die Stange. Ich habe einen Spritzbeutel jetzt genommen mit einer großen Sterntülle. Und ich brauche tatsächlich kein Zanapat oder Sahnesteif hinzuzugeben. Es sei denn natürlich, ihr wollt jetzt bei 38 Grad im Schatten die Cupcakes verputzen, dann müsst ihr die Sahne noch ein bisschen verstärken, aber so absolut nicht notwendig. Und zu guter Letzt machen wir jetzt den Kekstest, denn jetzt kommen die Oreos drauf. Und ich zeige euch mal, wie bombenfest die Schlafwegsahne hält. Mega. Ihr Lieben, ich denke, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Verlinkt mich gerne auf Facebook oder Instagram mit euren fantastischen Kreationen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Dicker Kuss, eure Kathi.